Moin moin und herzlich willkommen hier zurück bei unserem Technik Let's Play Singleplayer. Ja, ich befinde mich hier gerade in unserem Milch- und Lava-Raum. Also hier, was wir, ich glaube, vorvorige Folge gebaut haben. Hier die Tanks sind ja bummvoll hier. Ja, ich habe hier noch so Eisen Gold Waterproof reingebaut, weil die Lava hier immer zurückgerollt. Ja, rinnt, weil die Tanks noch nicht ganz voll sind, weil ja unsere Ölquelle ja leer ist wieder mal. So, ich habe in der Umgebung geschaut und habe keinen Vulkan gefunden. Auch in den Höhlen habe ich nicht genügend Lava gefunden, wo es sich auszahlt, die Pumpe aufzustellen. Darum habe ich mich Gedanken gemacht und habe mir gedacht, hier ist eigentlich ein schönes Plätzchen. Wir haben hier direkt einen Stromanschluss von der MFSU. Also, ja. Und hier wäre noch ein Block frei. Also könnte man hier ja so einen Magma-Generator herbauen und hier eine medium-elektrische Maschine, beziehungsweise die von Transformer Mod, die Fast-elektrische Maschine oder wie die heißt, keine Ahnung. Dann könnte der schön hier Öl machen, Lava machen. Und wir hätten immer genügend Lava auf Vorrat. Ja, und genau das machen wir heute auch. Wir bauen uns so eine fast elektrische Maschine. Ja, hier werden die Rezepte leider nicht angezeigt in NEI. Auch im Rezeptebuch glaube ich nicht. Da sind sie gar nicht drinnen. Hier sind sie gar nicht drin. Ihr müsst damit für einfach in der Wiki nachschauen, beziehungsweise im Industrialkraftforum unter Transformers oder einfach mal googeln Transformer Mod. Da sind die Rezepte schon drinnen. Da findet ihr alle. So, ich habe es mir natürlich schon rausgesucht und auch aufgeschrieben. Dafür brauchen wir 3 Batterien und wir brauchen Combustion Engines. Also Combustion Engines. Dafür brauchen wir einen Zahnräder Kolben. Kolben müssten wir noch haben. Okay, 3 Stück. Eisenzahnräder haben wir ja in der vorherigen Folge ja gecraftet. Glas und das müssten wir hier haben. Ach ja, ich wollte noch. Egal. So, so. Glas und oben war Eisen. So, 3 Stück. Die brauchen wir. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Advanced Alloy. 2 Stück. Und wir brauchen 2 Stück Schaltkreise. So, die tun wir hier runter. Dann brauchen wir oben 3-mal Batterie. 2-mal Combustion Engine. 2-mal Advanced Alloy. Und 2-mal Schaltkreise. Ja. Das ist eigentlich das Rezept. Batterie. Combustion Engine, Advanced Alloy, Combustion Engine. Das stimmt. Electric Circle, also Schaltkreis. Advanced Alloy, Schaltkreis. Okay. Das ist eigentlich wirklich das Rezept. Ja, das ist jetzt blöd. Wie machen wir das? Am besten, ja. Ich kann mir das hier nur reincheaten, weil das ist das Rezept. Ich habe es ja gerade vorhin aus dem Internet rausgeschrieben, mir hier schön notiert. Dann machen wir es so, dass wir das eben einfach in den Müll schmeißen. Sieht man das? Also die Zahlen in den Müll. Und uns dadurch eine fast elektrische Maschine ercheaten. Ihr könnt gerne das Rezept im Internet nachgucken, das hat gestimmt. So. Komischerweise funktioniert es irgendwie nicht. Also die Small, also die schmalen elektrischen Maschinen haben funktioniert. Die habe ich jetzt auch nochmal nachgeschaut. Das war, ich glaube, oben eine Batterie, in der Mitte eine Steam Engine und ganz unten ein Generator, glaube ich, war die. Na egal. Ich werde mich noch mal dran setzen und schauen, warum das nicht funktioniert hat.
Jetzt im Video ist es natürlich blöd, das nachmachen, deswegen machen wir das so. Hier brauchen wir dann nochmal so ein Magma. Teil hier von Transform. Nee. Nicht von Transformer Mode, von Thermal Expansion. So. Netherziegel bekommen wir, wenn wir Netherstein durchbrennen, oder? In den Kompressor. Okay. Brauchen wir zwei Stück. Kompressor, wo bist du? Oh, hier. Nee, hier. Bin ich jetzt blöd? Netherstein in den Kompressor. Ergibt Netherziegel. Kompressor? Nicht. Oben. Extraktor. Wollt ihr mich jetzt verarschen oder wie? So, oder geht das vielleicht so? So. Die 87 in den Kompressor. Ach so, okay, drei Stück, verstanden. So, ja, jetzt geht's. Okay, wow. Ich dachte schon, hä? Heute läuft ja alles schief, oder wie? Okay, drei Stück. So, mehr brauchen wir natürlich nicht. Wir brauchen nur zwei Stück von denen. Mensch, da hatte ich schon Angst, dass gar nichts mehr geht. Ach ja, hier habe ich einfach was getestet. So. Dann brauchen wir diesen Magma Cruiser, oder halt diesen nicht Magma Cruiser, was rede ich die ganze Zeit hier? Diesen Redstone Power Coil, also einmal Gold und Redstone drumherum. Das werden wir noch haben. So. Da brauchen wir auch noch eine. Die Zahnräder können wir auch noch hier reinschmeißen. Und wir brauchen noch Maschinenblock, also Gold an den Ecken. Eisen. Gold in den Ecken Eisen, der Rest war Glas. So. Zack, zack, zack. Ein Stück. Ja, wir können eigentlich auch mehr machen, aber das ist ja alles nur Platz, was hier verbraucht wird. So einen Eimer. So. Zack. Fragezeichen. Ich frage mich, wie geht. Okay. Also man kann den Eimer aus Zinn craften und bekommt drei Eisenbahnen dafür. Jetzt weiß ich, was wir mit unserem Zinn machen könnten. Wir könnten Eimer craften lassen und dann wieder zurückcraften lassen zu Eisen. Das ist eine coole Idee, ne? Dann können wir aus Zinn Eis machen. Das werden wir aber wahrscheinlich machen, weil wir haben ja schon so viel Zinn. Ich habe ja hier schon Zinnblöcke gebaut. Hier. Und hier haben wir auch noch jede Menge Zinn, deswegen. Und Eisen hat man nie genug. Das eine Schalter. Ja, was brauchen wir sonst noch? Einen Schalter. Eigentlich nichts mehr. Das war's eigentlich, ja. Nee, der braucht ja einen Netherstein, damit er funktioniert. Das heißt jetzt für uns eigentlich, wir bräuchten hier unten wieder ein Logistik-Pipe-System. Zumindest das wäre die einfachste Methode. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt echt, so wie ich mir das denke. Einfach den hier hin. Der Ausgang nach rechts, das brauchen wir eigentlich eh nicht. So. Und hier einschalten. Das da rein. Und er tut. Doch, er tut was. Ja, er heizt auf. Und hier wird schon der erste Lava-Bucket. Also wenn ein Ding voll ist, hat man genau einen Strich und somit ein Eimer Lava. So, der Vorteil eben hier gegenüber den anderen Engines von Crossover Mode ist, die braucht kein Wasser, die kann nicht überhitzen. Das heißt, wir können die einfach durchgehend laufen lassen. Beziehungsweise werde ich nicht machen, ich werde hier dann abknöpfen, irgendwo ein Redstone-Signal, ob die Leitung voll ist.
Wenn sie nicht voll ist, geht die ein, solange bis sie voll ist. Ja, die produziert 10 Megajoule, wie ihr hier seht. 19, 19, ja. Also ziemlich gut, weil unsere Anlage hier produziert auch nur 10 Megajoule. Also eine so eine elektrisch, fast elektrische Maschine produziert gleich viel wie die Anlage hier. Wir hätten eigentlich das alles auf Strom machen können, wäre uns billiger gekommen. Aber, naja, es geht ja darum, dass man einfach verschiedene Sachen macht und nicht immer dasselbe. Ja, das war es eigentlich hier auch schon. Die Anlage werden wir dann später noch, wo werden wir die dran, irgendwo würde ich die dran haben. Ach Mensch, jetzt fällt's mir nicht mehr ein. Na, wir machen noch zum Abschluss. Ich hoffe halt wirklich, dass die nicht explodiert, weil das war echt schade, wenn hier unten alles in die Luft fällt. Genau, hier müssen wir, hier werden wir die Anlage noch dran klatschen, damit das mal vernünftig läuft hier. Und den zu den Farmen. Wir gehen jetzt auch zu einer Farm, und zwar zu unserer Wollefarm. Ja, hier die Schafe werden schön geschoren. Ich habe da noch einen zweiten geholt durch unser Portal mit der Portalgun und habe sie mit Weizen vermehrt. Das habe ich, noch da unten. Genau, hier habe ich Weizen, dann habe ich Farbstoff gemacht, beziehungsweise Kakaobohnen geholt und habe die eingefärbt. Hier haben wir noch Weizen, falls wir noch weitere Farben wollen. Ja, hier noch alles mit Holz verkleidet, damit man nichts sieht. Hier auch alles schön verkleidet, damit man keine Rohre sieht. Ja. Ich weiß, wenn man Rohre sieht, schaut es fast besser aus als wieso, aber egal. Ihr seht, wir haben schon jede Menge weiße Wolle, orange, gelbe, graue, braune, grüne und rote Wolle. Also für die Kabel braucht man die ja, wenn wir hier... Bei einem weißes Kabel braucht man weiße, wenn man rote hat, braucht man rote Wolle. Dafür habe ich das so, ja, hier habe ich einen Pulsar, der oben die Scheren steuert. Und hier habe ich einen Pulsar auf 120 Sekunden, also nach 2 Minuten schaltet er für 5 Minuten ein. Hier oben befindet sich noch ein Not Gate, damit das Signal invertiert wird. Das heißt, nach 120 Sekunden wird hier 4-5 Sekunden mal Wasser eingeschaltet, damit genau die rote Wolle und das alles reingespült wird. Wir haben es ja vorhin gerade gehört eigentlich. So, unser nächstes Ziel ist die Hühnerfarm. Oder halt eines der nächsten Ziele. Die werden wir uns hier irgendwo hinbauen. Also Hühnerfarm, naja, ich sag mal so. Es wird keine Hühner fallen, es wird so sein wie hier einfach. Ja, die Hühner stören hier. Die Hühner werden wir irgendwo vielleicht hier zwischen uns einsetzen. Also das Gehege hier hinbauen, die Hühner hier hin jagen und fertig, weil ja, eigentlich brauchen wir die Hühner sowieso nicht, aber ich dachte mir, ein paar Tiere kann sicher nicht schaden. Genau, und ihr seht, das jetzt 5 Sekunden durchgespült. Dann landet natürlich die ganze... Er landet natürlich die ganze Wolle hier drin und nichts geht verloren. So. Ja, im Nether war ich schon ewig nicht mehr. Och, Menno. Ja, hier oben ist auch noch ein Huhn, das ist schon ewig da oben. Wir schauen noch mal kurz zu den Bienen. Die leere ich immer aus. Also, die Bienen leere ich immer aus. Schmeiße ich immer in den Recycler, weil hier ja immer so viele entstehen. Schmeiße ich die einfach in den Recycler. Dann sind die immer weg. Mittlerweile haben wir fixe Bienen, die sich nicht mehr weiterentwickeln. Also hier die Emsigen, hier diese komischen arbeitsame Bienen. Hier natürlich die tropischen und hier, ja, hier, okay. Hier geht es noch immer im Wind herum. Da kommt noch immer alles raus. Das heißt, wir werden auch demnächst mal mit den Bienen Farben etwas machen mit den Bollen und so weiter, dass wir das alles verarbeiten, die Rocket kommen und so weiter. Nur halt, genau, dafür wollte ich unten unsere Bildkraftenergie von der Milch verwenden, für die Zentrifugen und so weiter. Jetzt weiß ich es wieder. Gut, dann legen wir uns heute mal hier in diesen kleinen Stüblein schlafen.
okay, es ist noch nicht Nacht. Ja, trotzdem sage ich dann ciao und bis zur nächsten Folge. Bis dann.